Herr Sugli, nun sagen viele, also diesen Antisemitismus, das kennen wir, den gibt es auch in der Mitte der Gesellschaft, aber was wir jetzt gesehen haben auf den Straßen, 5000 Leute in Berlin mit solchen Parolen und dann muslimisch mit frommen Parolen unterlegt, das ist islamischer Antisemitismus. Wie sehen Sie das? Gibt es sowas? Ja, also oder? Wir waren selbst schockiert, weil Sie ja sagten, dass alle schockiert waren. Die Muslime selbst waren schockiert. Und wenn man sich die Diskussion auf Facebook anguckt und die Unterhaltungen stattgefunden haben, also die Muslime selbst haben das verurteilt. Und ich weiß nicht, wie auf einer Demo so etwas entstehen kann, die Dynamik. Sie kennen das, ne? Dann fängt einer an, die anderen ziehen mit. Ich kann es mir nicht erklären, wie es kommen konnte, dass es zu so einem Extrem gekommen ist. Aber Fakt ist, und das muss man berücksichtigen, diese Art von Judenfeindschaft ist meines Erachtens nicht zu vergleichen mit dem, was Sie beschrieben haben, diesem alltäglichen Antisemitismus, mit dem Sie konfrontiert sind. Diese E-Mails, die Sie bekommen, das sind eingefleischte Antisemiten. Also Antisemitismus ist, man hasst den Juden, weil er Jude ist. Mhm. Man wäre bereit, den Juden zu töten, weil er Jude ist. Aber diese Judenfeindlichkeit, die wir jetzt gesehen haben, auch während der Demos, die Leute, die den Juden hassen, hassen ihn nicht, weil er Jude ist, sondern darüber hatten wir uns eben auch kurz unterhalten. Die meisten Muslime kennen Juden überhaupt nicht persönlich. Es gibt keine Berührungspunkte, es gibt keine persönlichen Kontakte. Das heißt, das, was man mit Juden und Judentum assoziiert, ist immer Israel und die israelische Politik, die Besatzungspolitik und. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich mich mit Jugendlichen unterhalte. Also wir haben manchmal Schulungen mit Kindern und Jugendlichen und dann sprechen wir natürlich über die Rolle der Religionen, der anderen Religionen im Islam. Wie steht der Islam zum Judentum? Wie steht der Islam zum Christentum? Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich vor Jugendlichen erwähnt, dass es möglich ist, eine jüdische Frau zu heiraten. Dann sagten sie, wie ist das möglich? Ich sage, ja, man als Muslim könnte ich eine jüdische Frau heiraten. Das Essen der Juden ist den Muslimen auch erlaubt, weil die Juden ja auch diese strengen Schächtregelungen haben. Und da waren die Jugendlichen oder Kinder fast noch, waren überrascht, dass ich so, also auf diese Art und Weise über das Judentum spreche. Und dann habe ich gefragt, ja, woher kommt denn diese Überraschung? Und dann war die Antwort, ja, aber was die in Palästina machen und wie kann man denn eine jüdische Frau dann heiraten? Na, also da war sofort gar nicht die Verbindung zum Judentum als Religion, sondern zum Judentum als Teil der israelischen Politik. Ja, und viele können das einfach nicht trennen. Also wir waren jetzt letzte Woche noch. Also, Sie würden nochmal, das zuzuspitzen, Sie würden sagen, selbst wenn dabei Parolen gerufen werden wie Allahu Akbar, wo jetzt jeder denkt, aha, das sind religiöse Menschen, die ihrem religiösen Selbstverständnis Ausdruck geben, indem sie antisemitisch rufen, würden Sie sagen, es sind eigentlich zwei verschiedene Dinge? Nicht jeder, der Allahu Akbar schreit, ist religiös oder also ich weiß ja nicht, wie diese Jugendlichen sonst in ihrer, wie religiös die sonst sind. Also Allahu Akbar hat ja leider nichts mehr zu tun mit Religiosität, sondern es ist für viele einfach nur so ein Schlachtruf irgendwie oder also der eigentliche Sinn von Allah, also die Leute kriegen ja schon Angst, wenn die Allahu Akbar hören, obwohl für uns Muslime ist das etwas eigentlich Positives. Man muss einfach sagen, die meisten sind junge Leute, Jugendliche, die vielleicht, weiß ich nicht, auch nicht unbedingt moscheesozialisiert sind. Also das stellt man oft fest, dass die Muslime, die eigentlich keinen Kontakt haben zu Moscheegemeinden, die eigentlich nicht religiös sind im Alltag, dass die eher dazu neigen, radikal zu sein oder also diese Art von Radikal, auch von Rassismus an den Tag legen. Aber eben, weil sie nicht, ich meine, wir nehmen mal den Titel dieser Veranstaltung, der ist ja sehr interessant, Juden-Nazi. Also derjenige, der das gesagt hat, hat er einfach nur irgendwas von sich gegeben, um die Person gegenüber zu beleidigen. Also das ist ja eindeutig, dass da keine tiefgründige, überlegte Beleidigung drin steckt, wenn ich Juden-Nazi sage. Ja. Das zeigt, diese Person wollte einfach nur sein Gegenüber beleidigen. Okay, die Person ist wohl Jude, Nazi ist ein ganz übles Wort, dann kombinieren wir das, machen wir Juden-Nazi draus. Mhm. Und dasselbe ist, wenn jemand zu einem Judenschwein sagt. Das geht um die Beleidigung der Person, die vor ihm steht. Aber diese Judenfeindlichkeit, wie gesagt, resultiert nicht aus grundsätzlichem Hass gegenüber einer Person, weil sie jüdisch ist, sondern weil man meint, alle Juden sind auf jeden Fall pro-israelisch, pro-zionistisch und so weiter. Also es ist schwer vorstellbar, dass ein Jude nicht den Staat Israel unterstützt. Mhm. Und da kommen wir jetzt, wenn ich darf, kurz zu dem Problem, was wir dieses Jahr hatten. Also Ihre Wahrnehmung war jetzt dieser Antisemitismus. Unsere Wahrnehmung war auf der anderen Seite diese völlig kritiklose Bestätigung des Vorgehens der israelischen Regierung in Gaza. Und gerade von jüdischer Seite hätten wir uns Muslime gewünscht, dass ein Hauch vielleicht
Man muss ja nicht sagen, es ist alles schlecht, aber man kann ja sagen, okay, das, was die israelische Regierung in Gaza getan hat, ist vielleicht unverhältnismäßig. Mhm. Es ist vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Es sind vielleicht zu viele Zivilisten gestorben. Also wenigstens, ich erwarte nicht, dass sich eine jüdische Gemeinde hinstellt und komplett, aber wenigstens ein Hauch von irgendwie Verständnis für das Leid der Palästinenser.